Ja, aber das halt müssen wir eben zusammenhelfen, dass man das nicht hören kann. Wie lange dauert das? Bis wir unser Ziel erreichen. Wenn wir alles trockenlegen und wenn der Käse vertrocknet, sämtliche Milch lassen die aufhalten, weil man sollte nicht das Kochen anfangen, sonst merkt das keiner. Also wenn die Politik es zulassen kann, dass die Regale hier frisch und die Bevölkerung immer versorgt wird, dann hat die Politik versagt. Genau. Das ist bei der Bundeswehrstraße. War schon lange hier. Sicher. Ich meine jetzt nur. Bei uns jetzt, wir können ja nicht, wir haben ja Verträge mit den Molkereien. Wenn wir die hintergehen würden, dann wären wir ja regresspflichtig, weil wir nicht die ganze Milch an die Molkereien haben. Das sind ja praktisch eigentlich schon Nebelverträge, denn wir könnten jetzt zum Beispiel aktuell nicht einmal Milch, die wir nicht liefern und wegschmissen müssen oder verfüttern. Nicht immer verschenken. Ja, danke. Wir dürfen aber unser eigenen und ja, aber es darf nicht den Betrieb verlassen. Also eigentlich sind es Nebenverträge. Denn kein anderer, der einen Abnahmevertrag hat, mit einer bestimmten oder mit einer bezeichneten Menge, geht es nicht so. Wir wissen ja zum Beispiel, wenn wir nicht abgeben, nicht einmal, was wir das nächste Monat kriegen dafür. Ja, denke ich, 1500. Das denke ich also gesamt. Nur Sie. Ich hat mich jetzt gefragt, das Ach so. Und insgesamt, dass man sich was vorstellen kann, so ganz grob. So müssen Sie die Molkerei fragen. Die wissen jeden Liter. Also auf jeden Fall Unmengen. Also Mengen, die man eigentlich gar nicht mehr richtig... Ich habe jetzt gesagt, wir haben in Lemmerstoff beobachtet, dass sogar ausländische Tanklaster Feldwege befahren und versinken, denn die Milch im Ausland muss in Lemmerstoff. Wir waren gestern Nacht noch in Lemmerstoff, haben wir in Dresden, das ist der Müllermilch. Da haben wir vorne dicht gemacht gehabt und der Tanklaster ist hinten über den Feldweg reingefahren und ist versunken. Auf jeden Fall muss die Milch so gut bezahlt sein im Ausland, dass die sogar alle Gefahren auf sich nehmen, um die Milch in den Milchhof zu bringen. Aber bei uns, die Bauern, sind es nicht wert, dass sie 43 sind. Das ist nicht schlimm, Lepperstoff. L-E-P-P. Zweimal Paula. Ja. Hallo. Ja, ich denke, dass...